Eine dramatische Woche ist hinter uns. Wie war der Traitor-Barcamp? Von 10 bis 17 Uhr konnten die TeilnehmerInnen auf dem Traitor-Barcamp sich austauschen über verschiedene soziale Themen, die aktuell einfach interessant sind, wie zum Beispiel: Wie soll man damit umgehen, mit Hassrede und Co., weil da immer mehr und mehr in den Vordergrund geht. Wie wird da angestellt, Bot-Systeme und so weiter. Natürlich war da Event wieder sehr cool, nachdem ja die Führung an die Stefanie übergeben wurde. Gibt echt neue Konzepte. Da wird daran ein bisschen gearbeitet, wie und was genau bei den nächsten Barcamp dann stattfindet. Ich kann euch hier schon mal inoffiziell schon mal sagen, der nächste Termin ist noch nicht fest, aber wird wahrscheinlich der 18.05.2024 sein. Ist noch nicht fest. Es laufen aktuell noch Gespräche und Informationen und Austausch. Und ja, für alle Teilnehmer war es ein schönes Erlebnis. Video und Co. werdet ihr dann im Laufe der nächsten Wochen noch zu sehen bekommen. Eine Woche und ein Tag ist das hier schon her, dass die Titan in Wasser gelassen wurde. Nach ca. ein Dreiviertelstunde später brach die Verbindung zu der Titan ab, die eigentlich, wo BesucherInnen ja, Richtung der Titanic fahren oder man fahren sollten, ist ja implodiert. Daher, ja, die Personen wurden am Donnerstag gefunden, oder der U-Boot-Teile wurden am Donnerstag gefunden, und somit war dann auch relativ zügig klar, oder durch die Implosion war dann klar, sind in na hunderte Millisekunden verstorben, 5 Insassen. Ist sehr schade, weil einfach keine Sicherheitsmaßnahmen so wirklich getroffen wurden und nicht wirklich daran gehalten wurde. Was lernen wir daraus? In Zukunft sollte man da ein bisschen darauf achten. Und so lässt der Privater Bund hat mir da nichts hier mit. Mir ist am Mittwoch, letzte Woche, meine Festplatte kaputt gegangen. Daher das Videomaterial, was ich bis dahin alles aufgenommen habe, produziert habe von verschiedenen Events, habe ich teilweise die Backup auf verschiedene Cloud-Plattformen, aber viele Sachen sind leider auch weg erstmal.
Ich bin daran am Versuchen, bei einer Datensicherungsfirma die Daten wiederherzustellen zu können. Ich hoffe mal, das klappt alles. Wenn nicht, sind die Daten weg. Was heißt das hier für den Kanal? Erstmal gar nichts, außer dass viele Videos erstmal nicht kommen werden. Ich erstmal wieder Orientierung reinbringen muss, weil ich daran einfach gar nichts mehr. Bei den ganzen Rohmaterial, was ich teilweise aufnehme, muss ich erstmal schauen, was ist schon geschnitten, was muss nochmal geschnitten werden. Es war schon viel Arbeit hinter sich. Darum wundert euch nicht, wenn da einfach teilweise erstmal nur die nächste Woche kommen und sonst eigentlich relativ kaum was. Sobald da Informationen da sind, werde ich euch mitteilen und in einem Video euch mitteilen. Damit habt erstmal eine schöne Woche und bitte schaltet ein bisschen die Temperatur ab. Somit sage ich nur schönen Tag, schöne Woche. Tschüss.